Natascha Bartmann, zum 16. Mal auf Hawaii dabei. Wie ist es, dass man sich immer wieder für dieses Rennen so unglaublich motivieren kann? Wie geht es? Ja, das Rennen für mich ist ein bisschen speziell. Es ist wunderschön, alleine die Insel. Es war irgendwie für mich immer ein Traum, einmal nach Hawaii zu gehen. Und dann, als ich hier war, habe ich mich gleich so wohl gefühlt, dass ich immer gesagt habe, hier möchte ich gern wieder hinkommen. Und ich finde es wunderschön, hier dabei zu sein. Und ja, darum mache ich auch immer noch mit. Fällt es nicht, dass so einer langen Karriere trotzdem halt auch im Training schwerer, sich auch tagtäglich zu motivieren? Es ist ja nicht so, dass man, hier ist es schön, das ist klar, aber man muss ja auch im Training seine Leistung abrufen und das tagtäglich. Ja, das stimmt. Das ist schon über so, ich mache jetzt den Sport schon über 20 Jahre und da ist es schon tagtäglich, die Körperarbeit ist schon nicht mehr die gleiche, wie sie vor 20 Jahren noch war. Besonders auch dann nach dem Unfall, da hatte ich sehr viel Reha zu machen und es ist jetzt heute noch wichtig, dass ich schaue, dass ich meine Beweglichkeit erhalte, denn ich werde ja auch nicht jünger und mit der Schulterverletzung wird das auch nicht einfacher. Also es ist schon immer ein tägliches Arbeiten und das geht halt 7 Tage die Woche. Also es ist schon nicht immer ganz einfach, den Körper wieder zu fordern, aber schlussendlich ist es das, was ich gerne mache, was ich liebe und darum denke ich, kann ich auch den Einsatz bringen. Wie ist es dir heute hier im Rennen ergangen? Immer gut? Eigentlich ist es mir heute sehr gut gegangen. Ich hatte das Gefühl, ich hätte noch nie so einfache Bedingungen erlebt. Das Radfahren, kein Wind, das Meer, das war ja glatt. Ich hatte eigentlich das Gefühl, körperlich sei ich total bereit, aber es ist schon zu sagen, das Frauenfeld wurde oder ist in den letzten Jahren auch immer stärker geworden. Und wenn sich da mal so eine Gruppe bildet und dann die Motorräder noch ein bisschen so den Wind nehmen, da kommt das Zeug nicht mehr auseinander. Wenn es richtig fest gewindet hätte, hätte das Rennen bestimmt anders ausgesehen. Also das macht dann die Bedingungen weniger einfach oder wenn es dann sehr heiß wird. Aber ich habe jetzt die Zeit noch nicht gesehen, aber ich denke, heute war Rekordwetter. Spricht es an, bei den Frauen war eben heute eine fast 10-köpfige Gruppe, bis 9 waren es dann nachher auf dem Rad. Das hat es früher zu deiner Zeit eigentlich nicht gegeben, da seid ihr eher einzeln dahergekommen. Ja, das ist ganz klar, das hat sich geändert zu früher. Die Dichte ist größer und man weiß auch, man muss in der Gruppe drin bleiben. Und wenn dann die Regeln sind, so wie sie halt momentan sind, ist es nicht mehr ein Wettkampf jeder gegen die Uhr, wie das vor 20 Jahren noch war. Also vor 20 Jahren, als man da so einzeln aus dem Wasser gekommen ist, da hat man eben auch die Radstrecke alleine gemacht. Und wenn man jetzt so taktisch fahren muss, das ändert schon das ganze Rennen. Das macht nichts, es ist ja immer noch schön und es macht immer noch Freude und Spaß, aber es sind andere Bedingungen, das ist klar. Gestern haben wir dich beim Check-in gesehen, du hast dein Rad wieder reingetragen, wir haben das fotografiert, ein User hat dann geschrieben, das hat Kultcharakter, hat das irgendwie ja, einen besonderen Grund, wie es die Reifen also schonen sozusagen? Ja, also es ist natürlich so, das hat einerseits mal die Tradition, dass ich mein Rad trage, denn es trägt mich ja dann am nächsten Tag. Und durch Wind und Wetter, meine Cheetah hat mich ja schon überall hingetragen und darum möchte ich auch kein Risiko eingehen, dass ich da irgendwie etwas verursache oder noch ein Steinchen einfahre, wo ich dann am nächsten Tag sagen muss, das war jetzt blöd, dass du das gemacht hast. Also da kann ich schon drauf verzichten. Kannst du uns noch verraten, welches Hawaii dein schönstes Hawaii war? Also schön waren alle. Speziell waren meine Siege, aber ich denke, letztes Jahr der 6. Rang, da habe ich mich selbst übertroffen, weil nach dem Rückschlag, den ich hatte, hätte ich mir das selbst gar nie gegeben. Und das war irrsinnig schön, hat mich riesig gefreut, ja, und wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Das heißt, wir werden dich dann auch hier nochmal sehen?
Ja, das ist eigentlich so. Ich habe nicht vor, irgendeinmal in meinem Leben aufzuhören. Der Sport hat mir das gegeben, was ich früher nicht hatte. Der Sport hat mir Gesundheit, Fitness, Freude, Emotionen gegeben, die schönsten Glücksgefühle. Und darum kann ich doch gar nicht sagen, ich höre jetzt einfach mal auf. Ja, was soll ich denn dann tun, wenn ich das nicht mehr tun kann, was ich gerne tue? Also darum möchte ich gerne schon noch weitermachen. Aber vielleicht kommt auch mal die Zeit, wo ich sagen muss, nicht mehr auf diesem Niveau. Aber zu den Age-Gruppen wechseln, das kommt im Moment auch nicht in Frage. Ich kann ja den Hausfrau nicht einen Blumenstrauß wegnehmen. Wir wünschen dir, dass du noch ganz, ganz lange Zeit, viel Spaß so mit dem Triathlon-Sport hast. Danke fürs Interview, Natascha. Vielen Dank.